Bremse. Wir haben uns ja extra abgesprochen, dass wir zusammen krank sind. Nicht. Und jetzt ist er schon wieder krank. Das ist doch... Ja, hat das extra abgesprochen, oder nicht? Ja. Dass wir wenigstens zusammen krank sind, dass wir zusammen arbeiten können. Aber nein. Was macht der Junge schon wieder? Verbringt irgendwie seine Wochenenden in irgendwelchen Spelunken, wo er sich wieder irgendwelche Bakterien einsammelt. Weißt du, und jetzt macht er wieder ein auf. So, ja, herzlich willkommen zum neuen Video, wie ihr wahrscheinlich schon hören und sehen könnt. Bin ich nicht da. Und zwar liegt das daran, dass es mich auch getroffen hat. Also mich hat Corona auch getroffen. Das heißt, ich arbeite von zu Hause. Aber wir haben was Geiles. Und zwar arbeiten wir mit eBay zusammen. Und diesmal dürfen wir einen Mitarbeiter überraschen. Und zwar geht das um den Familienwagen, also den VW Touran von Tim. Der Tim reißt sich wirklich den Hintern auf. Und da haben wir gesagt, dem müssen wir was Gutes tun. Und dafür kriege ich ja jetzt mal ein bisschen was. Und dann habe ich auf dem Online-Marktplatz bei eBay ein schönes Fahrwerk gekauft und mal ein Bodykit. Ne? Das einzige Problem, was wir haben, ist, ich bin nicht da, ich kann es nicht anbauen. Das heißt, Tim muss es selber anbauen. Aber ihr wisst ja, läuft nicht, gibt's nicht. Das heißt, wir machen weiter. Also als erstes ging es ja los, dass Timo ein ganz schlechter Lügner ist. Dadurch, dass wir ihn überraschen wollten, haben wir das Problem gehabt, musste das ja irgendwie mit seiner Frau klären. So, dann habe ich gesagt, pass auf, wir haben das und das besorgt. Und dann hat sie mir erstmal Bilder geschickt. Und meinst du, Timo, die Stoßstange ist aber kaputt. Und ich so, nein, Alter, aber egal. Ich habe gesagt, dann stell das Auto hier hin. Ja, dann hat Flo erstmal hinten die Stoßstange repariert. Jo, moin! Na, guck mal, was wir heute machen wollen. Ich habe den Stoßfänger hier von dem Touran. Der hat etwas gelitten, da hat sich der Träger durchgedrückt. Ich glaube, jede Vertragswerkstatt würde dieses Teil hier entsorgen und neu kaufen. Wir wollen das heute reparieren. So, als erstes müssen wir jetzt einmal den Lack hier komplett runterholen, weil den wollen wir natürlich nicht mit einschmelzen. Das heißt, das muss einmal schöner blanker Kunststoff sein. So, ich mache das jetzt erstmal richtig schön warm mit dem Föhn, damit wir hier diesen Höhenunterschied wieder zurück. Jetzt einmal erkalten, damit es dann halt auf der gleichen Höhe stehen bleibt. Ne? So, man sieht jetzt, dass das hier vom Höhenunterschied gleich ist, aber uns fehlt hier ein bisschen was. Das heißt, das müssen wir jetzt einmal auffüllen. Dafür klebe ich das jetzt von hinten zu, wenn wir das auffüllen, dass das halt nicht nach unten einfach wegläuft. So, jetzt habe ich hier so ein Kunststoffschweißgerät. Man sieht schon, das qualmt hier schon schön. Das ist auch thermoplastischer Kunststoff. Den erhitzen wir und lassen den hier wirklich in diesen Spalt reinfließen. Schon ist das Löchlein zu. Film das nicht, diesen Unfall. Nach diesem Video wollen alle ihre Teile geklebt haben. Ja, das ist jetzt schon schön verschweißt. Man sieht, das ist eigentlich schon richtig stabil. Da passiert, denke ich mal, selbst so schon nichts mehr. Aber wir gehen natürlich auf 1000% und es gibt so eine Klammern. Damit kann man jetzt nochmal die Rissstelle verstärken. Die werden hier jetzt so eingeschweißt. Na. Leute, ich trockne jetzt den UV-Füller, schleife das Ganze und ich würde sagen, ihr seht die Teile nachher fertig lackiert. Ja, top zufrieden. Flo hat die Teile wunderbar lackiert. Wir sind zufrieden, würde ich sagen. Ne? Ja, was soll man zu Tim sagen? Für mich ist Tim wie Werner. Der Franzose nimmt ja hier auch eine Kunststoff
Ringscheibe, um die Mutter zu sichern, damit keiner die Mutter losschraubt. Ein Rasenmäher, baut ein Motorrad raus und aus dem Motorrad baut ein Rasenmäher. Im Endeffekt mussten wir dann ja gucken, wie überraschen ihn jetzt. Und dann haben wir natürlich wieder mit seiner Frau zusammen das Ding durchgezogen. Und dann haben wir angefangen, den Peugeot zu reparieren für einen Tauschrausch. Ich bin ja nicht da, leider. Und dann hat Tim das angefangen und hat Justin ihn natürlich ein bisschen aufgenommen. Kaiser wieder! Alles wieder zusammengeschnitten. Wir werden jetzt kinderfreundlich, Tim. Oh Gott. Timo und ich, wir haben einen Videocall gemacht, weil wir eigentlich den Peugeot einmal zusammen durchgegangen sind. Da es ja ein zusammenhängendes Projekt ist. Wo ist er denn? Da ist er. Und dementsprechend habe ich ihn dann angerufen und gesagt, pass auf, ich habe was vergessen. Wir müssen noch ein Fahrwerk einbauen. Ja, wir haben noch ein Problem, Digga. Na? Du musst noch ein Fahrwerk einbauen. Ja. Wo, wer, wie, was, wann? Bei meinem Schwager. Das Fahrwerk. Alles, was nicht im Kalender steht, wird nicht gemacht. Ja, das habe ich vergessen. Das habe ich schon mit Dani besprochen, Digga. Du musst einmal bei meinem Schwager das Fahrwerk einbauen. Okay. Wie du weißt. Läuft der Motor jetzt? Motor läuft. Ich mache jetzt gleich den Ölwechsel noch. War schon so ein bisschen stutzig, aber ich habe dann durchgezogen mit allem Mann. Auf einmal habe ich meine pfeifende Tröte gehört. Meine Quietscheente kommt. Oh, da kam auch meine Frau schon reingefahren. Das war eine Überraschung. Da ist er doch, das ist von meinem Schwager, Alter. Einmal Fahrwerk rein, da. Das Ding muss tiefer. Oh, herrlich. Herzlichen Glückwunsch, Alter, du bist der Gewinner. Danke. Überraschung hat natürlich geklappt, sein Auto kommt reingefahren und er kriegt ein neues Fahrwerk. Und was er dann natürlich nicht wusste, auch noch ein Bodykit dazu, ne? Dank eBay. Es bleibt nicht nur beim Fahrwerk, Digga, du musst noch ein bisschen mehr heute anbauen, das wird eine lange Nacht. Ja, kriegen wir hin. Ja, ich habe mich gefreut, natürlich, aber ne, man weiß ja, wir Norddeutschen sind so ein bisschen verhalten, ne? Ich dachte, du springst jetzt in die Luft, Digga, und sagst, juhu! Ja. Du weißt, wie ich mit Freunden bin. Das ist wie bei dir. Der Norddeutsche freut sich still und heimlich. Innerlich. Ja. Ja, seine Reaktion ist wie eine typische norddeutsche Reaktion. Die Freude strahlt nach innen. So. Ja, geh mal zum roten Bus, Alter. Dann gehen wir mal zum roten Bus. Da ist kein Griff in der Seitentür. Nee, da müsst ihr mit dem Finger rein. Links, rein und ziehen. Schön. Überraschung. Geil. Sogar einen neuen Reifen? Nee, das ist für Koberg sein. Ja, dann ran damit, Alter. Ja, dann Feuer, oder? Zu leicht. Wenn wir mit eBay zusammenarbeiten, bringt das echt immer Spaß. Vor allen Dingen, wir machen anderen eine Freude. Und vor allen Dingen ist es einfach, auch die Teile zu bestellen. Zack, 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 geht wunderbar. Ein paar Tage später sind die Teile da. Das funktioniert wunderbar. Dornwertfahrwerk. Gut, dann müssen wir noch mal Koppelstangen und Domlager bestellen. Okay, also erst die Karosserie? Ja. Erst die Karosserie. Mit Umzug, mit Machen und Tun ist das schon ein bisschen schwierig gewesen. Und dann so eine Überraschung zu kriegen, ist dann schon cool. Auf jeden Fall. So, gucken wir doch mal, was wir hier Schönes haben. Rieger Bodykit, Heckschürzenansatz, ne? Schön in Wagenfarbe lackiert. Haben sich die Jungs schon drum gekümmert, weil es ist ja meine Überraschung. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. So, dann haben wir hier den schönen Frontschürzenansatz. Das halten wir aber auch gleich einmal alles ans Auto ran. Die beiden Seitenschweller. Hier müssen wir noch die Racing-Gitter einkleben. Da hat das Loch nicht so. Ach, Gitter hat er auch bekommen? Ja, Gitter hat er auch. Vier Tuben. Ich glaube, die haben Angst, dass das wegfliegt. Aber sicher ist besser. Die Schmutzfänger wurden wieder angebaut. Und ich bin der Meinung, dass das nicht passt mit dem Heckansatz. Mhm. Und deswegen rufen wir jetzt mal Timo an und schnacken mal mit ihm. Na? Weil, wie du siehst, die Schmutzfänger werden ja hier drüber gesteckt. Und wieso sind die denn wieder dran? So, ja, im Endeffekt wollte ich das Auto ja fertig machen, schön Fahrwerk rein, ja, das Bodykit vernünftig anbauen. Aber dadurch, dass ich nicht da sein kann und zu Hause sitzen muss, mussten wir es natürlich irgendwie über Video machen. Ne? Ich reiß jetzt hier den unteren Scheiß einmal runter. Dann stecken wir die nämlich schon mal probehalber an, weil die muss ja weitestgehend nicht verklebt werden. Ist das mit Schweller? Die Schweller, die hatte ich ja schon mal runter. Die Leiste meinst du? Aber da müssen wir wahrscheinlich die Nibbel rausdrehen. Wieso? Sind auf jeden Fall Schraubköpfe drauf. Was? Ja, hier, warte. Hier ist so Sechskant. Okay. Müssen wir gleich mal gucken. Weil ich denke mal, wenn wir. War mir schon irgendwie klar, dass wenn irgendwas ist, dass ich es machen muss. Das ist so Autosiastik-Überraschung. Du siehst auf jeden Fall sehr entspannt aus auf deiner Terrasse. Nee, das liegt nur ganz falsch, kann ich dir wirklich sagen. Ich bin seit heute Morgen hier in Gange, aber vom Allerfeinsten.
bisschen stressiger von zu Hause als da. Pass. Mein Klimakühler oder Kondensator, haben wir gerade festgestellt, ist nicht mehr ganz so frisch. Ich glaube, den müssen wir auch noch mal machen. Das ist wie bei Lego Technics, das ist einfach der Zusammenbau, da ist doch der Spaß dran, nicht das Endresultat. Klar, das Endresultat ist geil, aber wenn du es selber machst und dann diese Veränderungen dazu siehst, dann ist das halt nochmal ein ganz anderer Schnack. Sieht gut aus, oder? Oh, können wir ankleben, würde ich sagen, ne? Ja, im Endeffekt sind das ja eigentlich nur grundlegende Schritte, die du beachten musst bei Karosserieteilen. Man arbeitet mit Karosseriekleber oder mit Scheibenkleber, das ist eigentlich egal. Da ist die Vorbehandlung ist immer wichtig. Du musst die Teile vernünftig reinigen, du musst ein bisschen anschleifen, damit der Kleber ein bisschen mehr Halt hat. Das kann ich ihm jetzt auch erklären über ein Video. Ich denke mal, das hat auch ganz gut geklappt, weil das Ergebnis lässt sich ja wohl sehen, oder was? Ne? Wo nichts ist und soll was sein, schmieren wir Sikumastik rein. Das neue Fahrwerk kommt rein. Ich hab das alte schon ausgebaut. Es war noch das erste. Jetzt muss, wat mut, dat mut. Was haltet ihr denn eigentlich vom Pampers Bomber Tune? Ihr könnt ja gerne mal ein paar Kommentare reinschreiben, ob ihr Erfahrungen habt, 1.9er TDI, was man noch so machen kann, weil so kann es ja nicht bleiben. Muss ja noch ein bisschen was passieren, oder? Dachbox zum Beispiel, Scheinwerfer. Was ist wichtig? Immer drauf achten, in welche Richtung läuft das Domlager. Fahrwerk ist drin, Bodykit ist dran. Die schönen Felgen, die ich leider ein bisschen zerdengelt habe, die haben wir tatsächlich selber noch liegen gehabt, werden jetzt nochmal in Stand gesetzt. Die geilen Kamasson-Felgen gibt's aber auch bei eBay zu kaufen. Ich danke dem ganzen Team, die das möglich gemacht haben, dass wir hier jetzt den kleinen Bomber mal zu einem Auto gemacht haben. Meine Meinung zum Tuning ist, egal welches Auto du hast, kannst immer was dran machen. Für mich ist das eine Auto schön, für den anderen nicht. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ja, gucken wir mal, wie tief er sich noch setzt. Wenn du jetzt fährst und alles, dann kommt er ja noch. Er kommt ja mit der Zeit noch ein bisschen tiefer. Aber das Auto soll ja auch natürlich alltagstauglich bleiben, weil Frau und Kind fahren jeden Tag damit. Dementsprechend muss man ja auch über den Hobel kommen. Frau und Kind gehen immer vor. Der Vorher-Nachher-Effekt ist krass. Auf jeden Fall. Wenn du eine Familie hast, warum sollst du denn rumfahren wie ein Dulli? Kannst du auch ein schönes Auto draus machen. Also man sieht ja, durch kleine Teile, Fahrwerk, eine Heckschürze ändern, ein paar Schweller ran, guck mal das Auto an. Das sieht komplett anders aus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo da und nicht zu vergessen, die Glocke aktivieren. Wir sind raus. Ich finde, jedes Auto hat es verdient, getuned zu werden. Ha ha ha.